Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Grace SF. In der letzten Folge haben wir gegen Furie und Proto-Varus gekämpft, was gar nicht mal so schwer war. Und ja, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz gucken, wegen, ja, hab ich doch ein paar benutzt. War mir jetzt nicht sicher, ist jetzt schon wieder eine Stunde her. Seit der letzten Aufnahmesession, ich habe jetzt seit, seit der vierten Etage bin ich jedenfalls schon am Aufnehmen heute. Und ja, wer war noch mal der Finster-Turtles, ne? Ja, jedenfalls seit da bin ich schon am Aufnehmen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen durcheinander. Da habe ich irgendwie eine Stunde Pause gemacht, jetzt bin ich wieder am Aufnehmen. Bams. So, Zonenkäfig Stufe 9, Etage 9 meine ich. Und was haben wir hier für Gegners? Wir fertig machen's. Da war der Truhe. Ich habe wirklich, ich will wieder so eine Sphäre. Okay, hier gibt es Sachen für Sophie, nehme ich an, wegen der Fußkette. Sehr schön. Ja, das mit den Zonenkäfig werden wir heute noch schaffen, also bis auf den allerletzten Gegner im Zonenkäfig. Dann checken wir mal die Gegner hier aus. Und ihr seid ganz schön schwach. Und du hast ein Millenniumsauge. Was? Warum? So gegen, du bist gegen Arzt anfällig. Ich sag das doch gleich. Und irgendwie mein Mikrofon voll leisen Ausschlag machen, so wie das aussieht. Deswegen hoffe ich, dass ich laut genug bin in der Aufnahme. Von hier aus gefällt mir halt nicht so. Aber werde ich ja sehen später. Ja, gespeichert, dann kann ich das ja nochmal machen. Ja, ah. Ja. Warum stecke ich denn mein Schwert schon wieder weg, wenn ich gelehnt werde? Ach so, danke. So, verreck doch mal. Was? Oh mein Gott, gibt das viel Erfahrungspunkte. Warum aktiviert sich denn nicht in meinen Dingens hier, damit ich ein KP immer dazu bekomme? Wenn jemand auflevelt. Maximal KP plus 1, ja. Warte mal, aber da tust du immer was anderes noch aktivieren. Dann ich lieber hier so das. Wo ist es? Da habe ich das schon. Wie ich immer. Beim ersten Mal nie das sehe, was ich will, ne? Zwei Gerichte kochen, ja, ist doch. 30 Kämpfer, Trefferkombo. Was? Nein, dann lieber das hier erstmal. Ja, ich kann ja die Priorität nicht ändern, ne? Nehmen wir das hier raus und tun wir das wieder rein. So, jetzt habe ich ja keine Ahnung, was das war. Heiß Omelette, ne? Da glaube ich oben. Heiß bei. Omelette, Reis, Omelette hier. Zack, keine Ahnung. Dieses Viech haben wir noch nicht bekämpft, aber egal. Hol ich später auf. Was? Kommt das denn davon her? Hier sind die allerersten Panzerhandschuhe von Sophie. Das weiß ich noch. Geht da lang. Hoffentlich finde ich wieder so eine Sphäre, das wäre sehr toll. Jetzt weiß ich sogar, wer als nächstes kommt. Da die Auswahl jetzt überhaupt nicht mehr groß ist. Zack und zack. Verdammt, so Panzerhandschuhe. Ich will eine Sphäre haben, ganz schnell. Ich bin natürlich wieder erst den vollkommen verkehrten Weg gegangen, darf jetzt wieder den ganzen Weg zurück, ne? Ja, ich krieg da Kotzen. Warum müssen hier noch so weit gehen, die Wege? So ein Dreck. Was? Achso, da waren die Links dann genau, die ich nicht aufnehmen konnte. So.
Na, ist irgendwie der Eingang genau da, wo ich gestartet bin. Das wahrscheinlich gar nicht geht. Oh, so viele Treppen. Jo. Eine Sphäre hätte ich gerne. Und ganz viele andere. Oh, geil. Da kam jetzt viel gelegen. Also anstatt hier unnötig das Dings noch mal zu erhöhen. Kommt nur so ein Ding hier um die Ecke. Geil. Verdammt. Ich will eine Sphäre haben. Hat bestimmt was damit zu tun, wie viel Schätze ich in der vorherigen Ebene geöffnet habe oder irgendwie sowas, ne? Oder es ist einfach nur Glück. In dem Fall hatte ich verdammt viel Glück. Krabbe. Crablets, ne? Kroketten. Sind doch Kroketten, oder? Krabbits. Ne, ich glaube, die heißen wirklich Krabbits. In Deutsch, weiß ich gar nicht. Mach mir Panzerhandschuhe, yay. Muss ich die gar nicht mehr kaufen, Bams. Jetzt gehe ich mal direkt nach rechts. Und ich sage doch diesmal richtig und nicht, dass ich schon wieder den ganzen Weg zurücklatschen muss. Oh geil, zum Glück kommt das immer hier um die Ecke. Mit der Feinstärke nicht immer zu hoch ist. Krablets, hier sind Krablets. Ich werde wahrscheinlich sowieso offscreen nochmal die ganzen Waffen jetzt sammeln. Weil jetzt bin ich doch irgendwie geil auf die, weil die werde ich wahrscheinlich erst onscreen hier so alle dualisieren. Weil meine Reaktion möchte ich dann schon haben. In der Aufnahme haben, meine ich. Ja, ist spät, wir haben 12 Uhr, Viertel nach 12 am Samstag. Und da ist sie. Kennen dürfte hier niemand aus dem Spiel, aber naja. Komm her. Person, die wir noch nicht kennen. Who are you? My name is Riala. I'm looking for a hero. Do you know one? Die sieht voll hübsch aus. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. That might be difficult. Would you mind telling us the reason for your search? I am the incarnation of a goddess. To save my world, I must locate a hero in this time period. Oh, I see. It might be best if we avoid this girl. Something wrong, Hubert? No, never mind. What are you doing here? We need to find Solimus. And that means we must defeat you in battle. I'm sorry. That's okay. I'm prepared to fight as well. Here I come! Alles klar. Zack. Riala, ein gewöhnliches Mädchen in gewöhnlicher Kleidung. Fragezeichen. Unterschätze nicht ihre Kräfte. Magische Katar Nummer 25, ihre Katar. Sie ist eine Hauptcharakter aus Tales of Destiny 2 und mein Gott, hat sie eine riesige Kreisverteidigung. Ja. Ich glaube, der weibliche Hauptcharakter aus den Tales of Destiny 2 zusammen mit Kyle. Und ja. Ich finde sie voll hübsch, ey. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber die wird jetzt leider auch in den Boden gestampft von mir. Ah, oh. Oder auch nicht. Aha. Hilfe. Vor allem, die greift mir mit dem Stab an. Ist sie nicht eine Magier oder eine Heilerin oder so? Nehme ich mal an. Sieht jedenfalls so aus, so mit dem Stab. Mein Gott, hätte ich mal mehr physische Kämpfer dabei genommen, mitgenommen. Zum Beispiel Hubert. Vom Netto so storymäßig richtig gepasst hier drin. Aua. Vielleicht kriegen wir ja sogar viel Erfahrungspunkte. Sie ist ja auch 144, also Level 144. Vielleicht kriegen wir ja sogar auf den Batzen Erfahrungspunkte. Aber das ist ja noch 5 Level Unterschiede, ne? In dem Fall, verdammt. Warte mal, Proton Burst, da kennen wir doch. Mein Gott, die gibt uns ganz schön. Das nur mit einem Stab.
Komm mal her. Au. Ja, die gibt uns ganz schön. Das finde ich nicht gut. Aber tun unsere Angriffe ja auch noch was abziehen hier. Ich meine hier anfällig mäßig. Oh, fuck. Aber wahrscheinlich ein Kataklysmus, was? Also irgendwie nicht richtig geschrieben. Wow, sehr gut. Okay, die müsste ich gerade mich nicht nochmal auf abbekommen. Wie ist, wenn du meine Musik ab abbekommst? Stryko! So. Einfach alle auf einmal drauf. Wäre am besten. Komm schon, meine Elf. Schub, jawohl. Und dann 2, 2, 2, 2, 3. Aber egal. Stampedo Strike. Ja, der Kampf ist auch schon ein bisschen schwieriger als die letzten. Aber trotzdem schaffen wir das. Außer sie gibt gleich Vollgas irgendwie und wir werden voll zerstört. Und der gerade voll gerannt Schaden gemacht. Zaha, aua. What the heck? Hätte ich mal Hubert mitgenommen, der hätte es vielleicht ein bisschen besser gebracht. Ich verstehe irgendwie nicht die Reaktion von Hubert in der Cutscene gerade. Ach, wenn man nur einen Mystic Arts einsetzen könnte, wenn man die Hälfte der Temporan-Leiste voll hätte, wäre so geil gewesen. Oh, oh. Ja, Christ, das verbringt fast gar nicht, habe ich das Gefühl. Nein, ich möchte nicht diesen Angriff machen. Obwohl er es gerade vollbringt. Aha. Wieso können wir nicht so schnell zaubern? Ganz ehrlich. Warte mal. Steine an Feind mit Steinschwäche gleich Schaden plus 96%. Oh, das war gar nicht mal schlecht. Eigentlich sind diese Effekte gar nicht so schlecht. Wenn der Gegner gerade dagegen anfällig ist. Oh, what? Wie lange sie da läuft, ey. Aha. Hoffentlich kriegen wir auch die Katar, ganz ehrlich. Hätte vielleicht irgendwie so ein Buch ausrüsten sollen, das die Wahrscheinlichkeit erhöht. Aber nein, soweit denke ich nicht. Ah! Nein! Oh, ist gut. Oh! Ja, das hat weh getan. Bams! Ah! Nixer! Bams! Aua! Wiederbelebung, Sharia. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ja, meine Güte. Sharia, du hast irgendwie nicht als Heilerin drauf. Ganz ehrlich. Sophie ist irgendwie ruckzuck immer im Heilen. Aber Sharia irgendwie nicht direkt Bock irgendwie darauf, andere Leute wieder zu beleben. Und vielleicht hat sie wieder ihre Dinge voll. Au, au, au. Oh nein. Ich gehe mal ganz weit weg. Ich weiß, es ist feige, aber egal. Oh, Hallöchen, na? Komm mal hier hin. Egal. Eigentlich hat sie nur verdammt viel AP. Ganz ehrlich. Au, au, au. So, jetzt reicht's. Ich mach nicht mal den hier. Oh nein, Sophie ist tot, sehe ich gerade. Wow. Hier geblieben. Ah, jetzt hat Sherry direkt wieder belebt. Wenn es um Sophie geht, dann macht sie das, ne?
Aua. Au, au, au. Oh nein, ja. Nixer, Bams. Und Sherry ist tot. Das ist überhaupt nicht gut. So, gleich haben wir wieder einen Elfschub. Du weißt, was das bedeutet, oder? Riella? Oh, really? Riella? Au, au, au. Wann hat sie das denn gezaubert? Boah. Oh Gott. Warte, wenn wir einen Elfschub haben, dann ist er wieder voll geil. Sogar Pascal. Au, au. Ja, und sogar ich, wenn ich gleich sterbe. Mein Gott, so schnell wie die zaubert, komme ich gar nicht mit. Komm schon. Elfschub, Elfschub, Elfschub. Elfschub, Elfschub, Elfschub. Ja, komm doch. Mein Gott, das ist schon. Jawohl. Da, komm her. Sehr gut. Bam. Verzögert. Sollte dramatischer werden, okay. Mein Gott, der hat immer noch so viel HP. Wie kommt das? Nein, ich bin nicht bereit. Ah. Hilfe. Hilfe. Aua. Gibt's doch nicht. Die macht uns hier noch fertig. Au, ist gut. Ey. Die macht uns hier fertig im letzten Moment. Hier geblieben. Ich glaube, Spinne, hier geht auf Scheuer los. Boah, jetzt haben wir die. Komm mal her. Verdammt. Jetzt haben wir sie immer. Boah, wie sie abgeht. Oh, Hilfe. Gibt's doch nicht. Warum tun die jetzt auf einmal so weh? So, ich möchte jetzt nicht unbedingt so viele Trinke des Lebens verballern. Hilfe, Hilfe. Oh nein, nicht da lang. Los, zähl schon auf mich. Jetzt schau ja nur, so viel wiederbeleben könnte, wäre jetzt immer noch besser. Aber darauf hat sie wie immer keinen Bock. Oh mein Gott. Hilfe. Mann, nein. Ey. Ich krieg die jetzt nicht mehr klein. Nein. Oh, sehr gut, jetzt sind wir wieder alle am Leben. Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Hör auf damit jetzt. Okay. Langsam wird das hier unschön. Muss mal hier so einen einsetzen. Wir werden die ganze Zeit hier zerstört. Jetzt wird der Kampf allerdings noch länger dauern. Egal. Wir sind mit Wert. Weil dann sterben wir jetzt nicht jetzt mit jedem Schlag. Und sie hat gleich wieder ihr Dingens voll. Oh, ernsthaft? Ich kann. Renn weg, renn weg. Renn weg, renn weg. Oh mein. Da ich komme gar nicht mehr dazu, sie irgendwie Schaden zu machen. Guck euch das an, wir sind zu dritt auf die und die läuft immer noch rum, als wäre nichts. Oh, leck mich ab.
War sehr gut. Schaden. Schaden, Schaden. Sehr gut, rein damit. Da war sehr gut. So, jetzt nur noch ein bisschen. Extra alles Teile einsetzen für dich. Madame. Da habe ich heute mit der Aussprache. Sie ist irgendwie geschwächt, glaube ich. Schwäche ist das, ne? Aua. Und 666 schon wieder. Guck mal her. Was? Ich glaube, schon wieder nerviger, als er eigentlich sein sollte, finde ich. Aber ich brauche doch wieder ein bisschen Training, so wie das aussieht. Aber hier kann ich wesentlich vernünftig trainieren. Au. Hilfe! Ist gut, Mann! Zieht gar nichts ab. Kreuzangriffe. Vielleicht hat sie schon wieder ihre Dinge zu voll. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Aber zum Glück habe ich ein alles Teil eingesetzt. Ich wäre schon längst tot gewesen jetzt. Ich kann ihr gar nichts machen. Sie ist immer direkt am Schützen. Mein Gott, leck mich doch an. Werde ich hier noch richtig so aufgeregt im letzten Moment. Mein Gott, warum ist das so lang bei ihr? So, jetzt bist du aber leicht dran. Alter. zurück und wieder vor. Au. Er hat sie am Ende nur so nervig werden, ne? So, jetzt haben wir sie. So, und jetzt komm. Jetzt bist du dran. Bams. Bams. Oh, meine Güte. Oh, nicht die Katar bekommen, verdammt. Well, good luck with that. But we have to leave now. Antiker Donut. Ein wer weiß wie alter Donut, der viel zu hart zum Essen ist. Niemand weiß, ob er gefüllt ist. Okay. Ich komme nicht auf Etage 10. Um auf Etage 10 des Zonenkäfigs zu gelangen, benötigst du drei extrem seltene Objekte, die sich offenbar nur durch Siege gegen besondere Gegner finden lassen. Gerüchten zufolge gibt es drei in verschiedenen Farben. Sehr gut. Hätte man das schon mal erledigt. Ja, okay. Rüsten wir mal den Donut aus. Der ist sogar gar nicht mal schlecht, ey. So, Skit, kein Skit. Was mit Espels? Feenscheide? Ja, ne? Ist auch schon lange ausgerüstet. Aber dafür gibt es auch kein Skit. So, weil war das auch erledigt. Ja, immer noch nicht genug Geld, um die 11 Modifikationen zu holen. Eine von denen. Wir bauen nur zwei. So. Ja, wenn man das erledigt. Dann. Weiß ich nicht, was wir im nächsten Part da machen. Dann kümmern wir uns entweder um die drei letzten Objekte, die wir brauchen, oder um das Kolosseum. Mal sehen. Ich jedenfalls mache hier erstmal einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's play Tales of Graces. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.